Ein vierblättriges Kleeblatt. Du bringst mir Glück, hm? Ich wünsche mir... Ach, jetzt hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. Man darf den Wunsch ja nicht aussprechen. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Ja, guck mal, was ich hier gefunden habe. Lauter Schmutz. Das muss man doch alle 14 Tage wenigstens gründlich machen, Hilde. Mach das doch. Ein vierblättriges Kleeblatt. Das bringt Glück. Hast du dir schon was gewünscht? Klar, aber das verrate ich euch nicht. Kann ja nur eins sein. Viel, viel Geld. Und wenn du dich da mal nicht täuschst. Ist ja auch egal. Ich glaube an so einen Quatsch sowieso nicht. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Mhm. Man muss sein Leben selbst in die Hand nehmen. Ja, dann heirate du mal deinen Grafen. Der dann so flucht wie dein Papa. Den Felix, den biege ich mir schon zurecht, auch ohne Kleeblatt. Naja, man soll solche Sachen nicht von der Hand weisen. Als ich ganz jung verheiratet war, da habe ich mir so sehr Kinder gewünscht. Und es wollte und wollte nicht klappen. Und da fand ich ein Hufeisen. Bums, kam Oskar auf die Welt. Das sind ja ganz neue Methoden, Oma. Ja, spotte du nur. Komm du mal erst in meine Jahre. Dann denkt man ganz anders über diese Dinge. Ich gehe mal nach der Post. Gut. Welchen Sie sucht jetzt fürs Kleben? Ja, gut. Nun? Ja. Ach, guten Tag, Herr Carstens. Stimmt was mit Ihrem Wagen? Guten Tag. Ah, alles in Ordnung. Läuft tadellos. Ich wollte nur Ihr Gedächtnis ein bisschen auffrischen. Sie hatten doch versprochen, bei mir vorbeizukommen wegen der Oldtimer, ne? Das ist jetzt ein offizieller Auftrag von mir, Knut. Einen guten Kunden machen wir jetzt schon mal. Na, was sagen Sie jetzt, mein Lieber? Ha? Ihr Chef lässt Sie ein paar Tage für mich arbeiten, ja? Aber das wird nicht reichen. Einige Abende werden Sie noch annehmen müssen. Ja, wissen Sie, Herr Carstens, im Moment passt mir das überhaupt nicht. Ich muss mich auf meine Meisterprüfung vorbereiten. Da ist noch eine Menge zu büffeln. Ja, bedauerlich. Ich kann es nämlich kaum erwarten, dass die Dinger mal wieder richtig fahren. Wissen Sie, was Herr Sonntag besuchen Sie möchte? Vielleicht sind Sie von den Kisten so begeistert, dass Sie gleich anfangen wollen. Wenn es ums Wollen geht, sofort. Aber ich will auch nicht durchfahren. Natürlich nicht, nein. Naja, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, auf jeden Fall lasse ich keinen Stümper an meine Sammlung. Also, denken Sie mir drüber nach, ja? Mhm. Guten Tag. Wiedersehen. Bis dahin. Herr Schindler, ich habe was für Sie. Ja, bitte. Schauen Sie mal, was glauben Sie, was ich in der anderen Hand habe? Das ist wirklich sehr liebenswürdig von Ihnen, Frau Kretschmann. Mir kann überhaupt nichts mehr helfen. Hören Sie mal, was mein Chef, der Herr Ratzek, schreibt. Werter Herr Schindler. Werter Herr, schreibt er. Nicht sehr geehrter. Ach was. Für den sehr geehrten Herrn können Sie sich auch nichts kaufen. Aber ich habe hier etwas für Sie in der Hand. Werter Herr Schindler. Leider haben Sie mich sehr enttäuscht. Die Kündigung. Ich habe in der letzten Zeit nur noch an Anita gedacht. Schade um das viele Geld. Geld. Geld ist die eine Seite, die Liebe die andere. Ich werde wohl nie wieder jemanden lieben können. Ach was. Als mein erster Mann starb, habe ich auch gesagt, nie wieder. Und dann kam doch wieder einer. Gekündigt. Dabei habe ich ihm auch so mancher Situation geholfen. Wenn ich auspacken würde, hätte Herr Ratzek nichts zu lachen. 280.000 Mark an der Steuer glatt vorbei. Oh. Um Himmels Willen, das ist mir nur so rausgerutscht. Frau Kretschmer, bitte vergessen Sie es. Aber ja. So los, jetzt ziehen Sie sich was an und telefonieren mit diesem Herrn Ratzek. Das traue ich mich nicht nach dem Vorfall mit Anita. Ich bin Buchhalter und lass mir mein Geld wegnehmen. Ist das alles nur ein Irrtum, Frau Kretschmer? Und Anita kommt wieder zurück. Zum Donnerwetter noch mal. Jetzt gehen Sie endlich runter und telefonieren mit Herrn Ratzek. Hier, das ist für Sie. Es soll Ihnen Glück bringen. Es ist ein vierblättriges Kleeblatt. Das habe ich selbst gepflückt. So, nun wünschen Sie sich was. Aber nicht, dass diese Anita wiederkommen soll. Denken Sie an Ihren Beruf und an diesen Herrn Ratzek. Das soll ich mir etwa wünschen, dass Herr Ratzek... Psst! Das dürfen Sie doch nicht aussprechen. Dann geht es doch nicht in Erfüllung. Hallo.
Grüß dich. Grüß dich. Wie die Hölle los in der City, oder? Ja, war pünktlich. Haben die die Blöden. Dann. Ja, ich werde mir ja wieder einen Hamburger runterquälen. Wieso, hast du nichts mitgekriegt? Ich vergesse mir immer, die Brote zu machen. Früher hat ja Brigitte drauf geachtet. Ah ja. Früher habe ich ganz vergessen, ihr seid ja geschieden. Ja, ja. Mit dabei habe ich immer gedacht, ihr werdet ein Herz und eine Seele. Bitte? Philipp packt mir immer zu viel ein. Oh, danke. Was so angefangen hat, ist einfach damit, dass Brigitte an mir so rumgenagelt hat. Einfach so. Mir fällt ja nichts ein. Und da nimmst du ja nichts. Naja. Und dann hat sie ja noch gesungen. Wie? Was gesungen? Na richtig so. Ein Club mit Stimme, Schlager und sowas alles. Ach so. Das ist doch nichts Schlimmes. Ja, aber die haben da immer Englisch gesprochen. Da ging es bei uns zu Hause immer nur um Outfit und Sound. Zum Essen gab es immer Food Fast, wenn du das kennst. Und dann hatte sie eines Tages die Chance ihres Lebens. Sie durfte in einer Gruppe Background singen. Also Dab, 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 Du. Wer die Texte nur schreibt, das möchte ich mal wissen. Ja, und da hat sie natürlich mit anderen Leuten verkehrt. Einmal da war es ein Kyborder, dann war es ein Bandleader. Da konnte ich als Busfahrer natürlich nicht mehr gegenhalten, da konnte ich nichts mehr sagen, ja? Und eines Tages, da ist es dann passiert, da ist er mit einem Showmaster durchgebrannt. Naja. Ich muss los. Aber ein paar Jahre da, da waren wir schon glücklich. Kommen. Das Weihnachten ist noch lange hin. Was habt ihr denn für große Geheimnisse? Hilde, ich habe nichts gesagt, verstehst du? Ich habe auch nichts gehört, Mutter. Halt still, ja. Mut, Mut, Mut. Guten Morgen. Mahlzeit, Herr Schindler. Der halbe Tag ist ja schon vorbei. Oh, dieser Eintagebad macht Sie einfach unwiderstehlich. Ich kann mich glatt in Sie verlieben, Herr Schindler. Ach, Fräulein Kari, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Darf ich mal telefonieren? Ja, bitte. Was soll ich meinem Chef bloß sagen? Lieber Herr Ratzek, nehmen Sie bitte die Kündigung wieder zurück. Quatsch, das klingt ja wie im Mittelalter. Der Ratzek ist irgendein Borgherr, der Sie in Ketten legen will. Oder ob ich seine Frau anrufe. Beim letzten Betriebsjubiläum hat sie mir eine Blume geschenkt. Interessant. Den anderen Mitarbeitern auch, aber sie hat so einen freundlichen Blick. Erwähnen Sie lieber die 280.000 Mark. Das ist mir doch so rausgerutscht. Frau Kretschmer hätte Ihnen das niemals sagen dürfen. Oma, erzählt mir das weiter. Sie ist verschwiegen wie ein Grab. Sei nicht so vorlaut. Ich könnte Herrn Ratzek anbieten, mich im Gehalt runterzusetzen. Ich wäre ja verrückt. Eben. So, jetzt kommen Sie her. Nehmen Sie mal den Topf und rühren die Soße ganz gleichmäßig. Nicht aufhören zu rühren, nicht aufhören zu rühren. So, ich rufe den Herrn mal an. Geben Sie mir die Nummer. Sie kennen Herrn Ratzek nicht. Der kann furchtbar gemein sein. Ist es die hier auf dem Zettel? Gut, dann lesen Sie mir bitte vor. 882600. 8-8-2-6-0-0. Ja, guten Tag. Hier ist Hilde Sonntag von der Firma Sonntagmode. Ich hätte gern Herrn Ratzek gesprochen. Oh, mein Fräulein, für mich ist Herr Ratzek zu sprechen. Oder wollen Sie sich Ärger einhandeln? Eben. Also bitte verbinden Sie mich. Jetzt ist sie übergesprochen. Ja. Firma Sonntagmode. Guten Tag, Herr Ratzek. Hier ist Hilde Sonntag von den Sonntagmoden. Ja, wir hatten schon mal das Vergnügen. Auf dem letzten Presseball. Letztes Jahr. Ach, da waren Sie nicht. Nur dann war es irgendwo anders.
weswegen ich anrufe. Ich hätte gern eine vertrauliche Auskunft, so von Firma zu Firma, über Ihren ehemaligen Buchhalter, Herrn Schindler. Ja, der hat sich nämlich bei mir beworben und ich hätte gern gewusst, ob man dem Mann vertrauen kann. Um Himmels Willen. Interessant. Ja. Ja, wissen Sie, er sprach von gewissen Geschäftspraktiken in Ihrer Firma. Sie stürzen mich ins Unglück. Aha. Nicht glaubwürdig. Ja, das dachte ich mir doch. Ja, und diese Geschichte mit der Heiratsschwindlerin, die wird ja... Ach, die stimmt. Aha. Trotzdem, der Mann tut mir irgendwie leid. Vielleicht stelle ich ihn doch ein, wissen Sie. Wenn er ein bisschen rumredet, macht ja nichts. Wir haben ja nichts zu verbergen. Wieso? Ich dachte, er ist bei Ihnen gekündigt. Nicht endgültig. Aha. Na, unter diesen Umständen haben Sie natürlich ältere Rechte. Aber bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie irgendwann mal auf die Mitarbeit dieses Herrn Schindler verzichten, ja? Gut, ich habe ein Herz für solche Pechvögel. Ja. Gut, vielen Dank. Ja, auf Wiedersehen. Ja, vielleicht auf dem nächsten Presseball. Na? Ich wusste gar nicht, dass Sie Herrn Radzek kennen. Sie verstehen aber auch überhaupt nichts. Mutti kennt den Herrn Radzek nicht. Du kannst fabelhaft lügen. Was haben Sie da angerichtet, Frau Sonntag? Ich schäme mich so. Die Sache mit der Manipulation der Steuer war doch längst ausgeglichen. Wir werden sehen. Der wird glücklich sein, wenn Sie sich wieder bei ihm melden. Aber lassen Sie sich ja ein bisschen bitten, bevor Sie zu ihm gehen. Jetzt können Sie aufhören zu rühren. Was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Rasieren, Herr Schindler, rasieren. Sie machen sich gut. Man möchte denken, Sie sind bei mir schon seit 100 Jahren. Dankeschön. Warten Sie, ich mache Ihnen auf. Danke. Ich würde Ihnen den Laden sogar vererben. Aber was nützt es Ihnen? Nichts als Schulden. Hier in der Gegend ist mit Kunst kein Geschäft zu machen. Man sollte mit Würsten handeln. Würden Sie so freundlich sein, mir einen Tee machen? Sofort, Herr Goldmann. Aber eigentlich sollten Sie mal wieder was essen. Mir schmeckt nichts mehr. Schon seit meine Frau, die Erderwerte, ihr leicht gegangen ist. Ich würde am liebsten bei ihr sein. Gott verzeih mir. Das ist eine tolle Bude, die du hier hast. Stören dich da nicht dauernd deine Eltern oder deine verehrte Großmama? Können sie ja nicht. Die sind nicht da. Sehr erfreulich zu hören. Heute stört uns keiner. Klingt ja unheimlich. Bist du auch ein Zug? Es macht ein bisschen glücklich. Ist das etwa? Das ist nur Gras. Für was Richtiges hat das Geld nicht gereicht. Guter Stoff ist auch teuer. Ha? Ist doch nicht dein Ernst, Felix. Ich mach das nicht. Das nicht. Hör auf, bitte. Du bist nicht der Erste, der damit zugrunde geht. Mach dir mal keine Sorgen. Ich mach mir aber Sorgen. Felix, ich liebe dich. So, Sonntagchen, hier ist eine neue Ladung für Sie. Sie werden ja sehen, was sich draus machen lässt. Ich vertraue Ihrem Geschmack. Das ist aber ganz schön viel diesmal. Ach, Sie schaffen das schon. Ich muss Ihnen jetzt erstmal Ihr Geld geben. Sagen Sie, was hätten Sie lieber, Bargeld oder einen Scheck? Ich nehme auch einen Scheck. Na gut. Nicht zufrieden? Doch. Den Kleidersack können Sie unmöglich alleine nach Hause schleppen. Ich werde meinen Cousin rufen.
Kurtchen, kommst du bitte mal rauf? Wie alt ist denn der Junge? Der Junge? Hm? Ach so, da kommt der Junge. Es ist Dr. Vogel, Frau Sonntag. Guten Tag. Guten Tag. Angenehm. Kurtchen, ich hoffe, du hast gut gefrühstückt. Ja, wieso? Würdest du bitte den Kleidersack der Frau Sonntag nach Hause fahren? Ja, mit dem größten Vergnügen. Schönchen. Ich bin sehr froh, dass ich bei Frau Treubert eine so interessante Arbeit gefunden habe. Du bist eine wunderbare Frau. Ja, wenn sie nur ihre Ängste überwinden kann. Ängste? Nein, das glaube ich nicht. Sie hat keine Ängste. Na ja, sie spricht nicht darüber. Aber haben Sie nicht ganz tick bemerkt, alle Leute mit dem Diminutiv anzureden? Mit wem? Mit der Verkleinerungsform. Ach so. Wie heißen Sie? Hilde. Na, dann sagt sie, tut sich ein Hildchen zu Ihnen. Nein, Sonntagchen. Ja, aber diese Verkleinerung ist nur ein Schutz, hinter dem sie sich verbirgt. In Wirklichkeit hat sie Angst vor Ihnen. Ja, sie überwindet diese Angst, indem sie sie verkleinert. Verstehen Sie? Das ist so, als wenn man einen Löwen durch ein umgedrehtes Fernglas betrachtet. Das ist ein kleines Tier. Ja, ein Löwe bin ich ja nun nicht. Habe ich damit nicht sagen wollen, gnädige Frau. Gnädige Frau. Ich habe heute früher einen Glücksklee gefunden. Jetzt habe ich Glück. Sie fahren mich nach Hause. Ich arbeite als Änderungsschneiderin bei Ihrer, bei Frau Tollwert. Was Sie da über das Glücksklee sagen, ist ja interessant. Dieser Glaube an ein bisschen Grünfutter drückt Ihre tiefe Sehnsucht nach Glück aus? Jetzt wollen Sie mir aber was einreden. Das ist eine Art Berufskrankheit von mir. Ich bin Psychotherapeut. Ah. Ja. Vielleicht haben Sie ein bisschen recht. Aber wo gibt's das schon? Vollendetes Glück. Oh, jetzt fangen Sie an zu verdrängen. Das ist zwar sehr menschlich, aber man sollte nicht alles verdrängen. Das kann sogar zu organischen Leiden führen. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch mal in meine Praxis. Dazu habe ich keine Zeit und kein Geld. Dankeschön. So, hier ist meine Karte. Ja, vielen Dank, aber Patientin wäre ich bei Ihnen bestimmt nicht. Das müssen Sie doch auch nicht, Frau Sonntag. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ich auch, danke schön. So, hier. So, bis zum Haus schaffe ich es aber jetzt allein. Na, ich will Sie doch das Zeug nicht allein tragen lassen. So, brauchen Sie sich aber wirklich nicht mehr zu bemühen. Wie Sie wünschen, Frau Sonntag. Ich würde mich freuen, Sie mal wiederzusehen. Ich mich auch. Also bis irgendwann mal. Vielleicht. Schleichen Sie immer so. Worum geht's denn? Ihre Sekretärin rief an, sie wollte mich noch mal sprechen wegen der Kündigung. Ach so. Das wissen Sie. Also, ich bin kein Unmensch, Schindler. Unter Umständen könnte ich Sie wieder einstellen. Sie müssten allerdings ein halbes Jahr Probezeit in Kauf nehmen. Und mit dem Gehalt müssen wir auch ein wenig zurückgehen. Da ich gerade meine gesamten Ersparnisse eingebüßt habe, trifft mich das natürlich hart. Ich hätte es ja nicht geglaubt, dass Sie so dumm sind. Fällt auf eine Heiratsschwindlerin rein, lässt sich von so einer Schlampe ausnehmen. Ich protestiere. Also eine Schlampe ist Frau Moderat nicht. Wer weiß, in welcher Notsituation sie so gehandelt hat. Und jetzt verteidigt er Sie noch, ist ja kaum zu glauben. Herr Schindler, verraten Sie mir doch mal, mit welchem Trick im Bett sie Ihr Gehirn vernebelt hat. Mit keinem Trick, Herr Ratzek.
Sie war einfach so, wie eine Frau zu einem Mann sein sollte. Wie eine Frau zu einem Mann sein sollte? Jawohl. Und dann nehmen Sie ihm das Scheckbuch weg. Wie sieht sie denn aus, die Angebetete? Na, bisschen nuttig sieht sie aus. Dass Sie da drauf stehen? Ich verbitte mir solche Bemerkungen. Wohl verrückt geworden. Sie verkennen Ihre Lage. Wenn ich Sie hier wieder einstelle, dann ist das ein Akt von Menschenfreundlichkeit. Vielleicht auch Selbsterhaltungstrieb. Hören Sie mal, Schindler. Die Sache damals mit den 280.000 ist erledigt. Ich habe sie bezahlt. Ja, mit 6 Jahren Verspätung. Da sind Zinsen und Zinseszinsen und eine gehörige Steuerstrafe kommt noch dazu. Mein lieber Schindler, wir beide werden uns nicht streiten. Ich komme Ihnen entgegen. Werfen Sie die Kündigung weg. Wir beide tun so, als wäre sie nie ausgesprochen worden. Was haben Sie da? Glücksklee. Sind Sie abergläubisch? Eigentlich nicht. Aber geholfen hat's doch. Kannst du nicht mal mit dem Gesinge aufhören? Soll ich lieber meckern? Was war denn das vorhin für ein feiner Pinkel mit dem Mercedes? Ja, was geht dich das an? Jedenfalls ein sehr interessanter Mann. Du bist ja richtig aufgekratzt. Hast du dich verknallt? Na, du kriegst gleich eine geknallt. Nein, dieser Mann hat mich im Auftrag von Frau Treuwer nach Haus gefahren. So einfach ist das. Noch irgendwelche Fragen? Morgen fing alles mit einem Glücksklee an. Jetzt regst du dich über mich auf. Lass mal sehen, was das für ein Quatsch ist. Glücksklee. Da liegt der Hase im Pfeffer. Du hast schlechte Laune, weil es mit deinem Herrn Graf nicht so geklappt hat. Hat er eine andere? Oder zwei? Och, meine Kleine. Wer wird denn wegen eines Kerls heulen? Man kommt eben nicht bei jedem gleich an. Pass mal auf, wie schnell der Gras drüber gewachsen ist, wenn erst mal der Richtige kommt. Du verstehst das ganz falsch, Mutti. Mit mir und Felix ist es was Besonderes. Ja, natürlich. Liebe ist immer etwas Besonderes. Für jeden, Karin. Man glaubt, man kann ohne den anderen nicht leben. Das haben wir doch alle schon durchgemacht. Als ich in deinem Alter war, da war ich in den Postboten verknallt. Oh Gott, ich habe dem aufgelauert, ich habe den angehimmelt, ich habe Schule geschwänzt, nur um ihn zu sehen. Und der Gockel, dieser Eitle, der hat mich nicht mal angeschaut. Das Leben wollte ich mir sogar nehmen, mit Ostereierfarben. Aber die war nicht giftig. Und als ich ihn später mal wieder sah, da war der so langweilig. Ich habe die Geschichte schon 100 Mal gehört. Mit Felix und mir ist das ganz... ganz anders. Ja, natürlich. Bist du schwanger? Nein, Mutti. Windbestäubung funktioniert nur bei Pflanzen. Na, dann ist ja gut. Ja, pass mal auf. Hier. Hast du eine Bürste? Ein Lappen, ein Eimer? Jetzt gehst du rauf ins Badezimmer und schrubbst es. Das sieht grauslich aus. Dann kommst du auf andere Gedanken. Gestatten Sie? Gerne. In des Herrn Haus sind viele Wohnungen, heißt es. Entschuldigen Sie, mein Herr, wenn ich Sie anspreche. Das ist nicht zu entschuldigen, liebe Frau. Burisch. Burisch. Schließlich kann jeder jeden ansprechen, das ist ja kein Verbrechen. Bei uns im schönen Sachsenland wird von dieser Möglichkeit viel mehr Gebrauch gemacht als hier im Norden. Norden? Ich meine, im Verhältnis zu Dresden. Ach so, ja. Sagen Sie, mögen Sie vielleicht ein Bier?
Ich habe zufällig ein paar Büchsen geholt. Das ist ja eine Gabe des Himmels. Ja. Ich bin so frei. Lassen Sie es schmecken. Wissen Sie, man erzählt sich ja so manches unter Nachbarn. Sie wohnen doch bei Sonntags, oder? Na, Sie scheinen ja glänzend informiert, Frau Burch. Ja, das muss man ja auch. Bei meiner Rente bin ich doch auf Sonderangebote angewiesen. Sagen Sie, Herr Walli, ist es wahr, dass Sie Kriminalkommissar gewesen sind? Genau getroffen. Ich war jahrelang im Einbruchs- und Betrugsdezernat tätig. Naja, in mein Netz ist so mancher schwere Junge gegangen. Ja, das ist es. Und da könnten Sie doch vielleicht für mich ein bisschen tätig werden. Mein Piefke ist nämlich entschwunden. Piefke? Ist das Ihr Mann? Das ist mein Wellensittich. Er ist entflogen. Aber irgendwo muss er doch sein. Weit kann er nicht geflogen sein. Nein. Mögen Sie noch ein Bier? Gerne, Frau Burisch. Ich nehme es sozusagen als Anzahlung für meine detektivischen Leistungen. Frau Burisch, Ihr Vogel, hattet der irgendwelche besonderen Kennzeichen? Nur, dass er Piefke Burisch heißt. Und einen kleinen weißen Fleck auf der Brust hat. Ah, na, da haben wir ja schon mal was. Gefahr vor dem Düsseldorfer Tor. Und da ist es schon passiert, dass 2:1 für Dynamo Dresden in dieser Situation sicherlich sehr, sehr unglücklich. Aber es hat sich abgezeichnet. Die Abwehrschwäche. Hilde, mach mal dein Apparat aus. Jetzt kommt gleich die Wiederholung in Zeitlupe. Ich muss mich konzentrieren. Hilde! Das heißt Fernsehen. Ganz unglücklich. Was stört dich beim Sehen? Geräusch bei der Maschine? Das stört dich eben. Es hat in dieser Phase ganz ohne Zweifel Bestand und es ist doch nicht einmal unverdient. Sie haben besser gespielt in dieser ohnehin schwachen Partie. Kann man doch keinen Einfall haben. Ich sagte es schon, mit Abwehrschwächen, die durchaus von den Dresdnern immer wieder ausgenutzt werden. Und dieses das ist eine Ziernaht. Warten wir ab, die ohne Starling ist das ganze Dutzend. Zurechtkommen werden, bist du doch ein Bus jetzt. Du solltest mal hören, was du sagst, Leo. Stealing. Feeling. Styling. Die Junge, du dattel nicht rum. Mach dir auf, was denn? Oh, der Pau. Lass es mal dein Kauderwelsch hören. Schönen guten Abend allerseits. Guten Abend. 2:1 führt Dynamo Dresden in dieser keineswegs gutklassigen Partie. Das ist mir noch zu meinem Glück gefehlt. Auch beileibe nicht zufrieden. Da bist du denn nicht im Quartier, ne? Ich bin dem Jürgen nicht du bekannt, ne? Ich bin nur ein Lügner, lieber Bruder. Doch was gut werden soll, braucht Zeit. Die mal Fußball spielen können, deine Leute. Dresden führt doch 2:1. Das kann ich dir auch erklären, warum. Weil das ist nämlich kein Schiedsrichter, das ist eine Krankheit. Und bei dem dürfen deine Leute alles. Die Stimmung ist wohl nicht die beste. Nein, dann gehe ich nicht. So besser. Viel zu wenig, ein Kombinationsspiel zu geneigt, viel zu vieles dem Zufall überlassen. Wenn nicht die Dresdner in der Abwehr besser spielen als die Dresdner. Was kann mein Bruder dafür, wenn deine Mannschaft schlecht spielt? Das halte ich nicht mehr aus. Das ist doch mal ein dicker Ratter und Gequatsche. Demnächst muss ich noch in die Kneipe gehen, um ein gutes Fußballspiel zu sehen. Franz, bitte. Ich muss wenigstens dieses eine Kleid heute noch fertig kriegen. Quatsch. Und der Freistoß wird ausgeführt. Gar nichts musste. Schön geschossen. Und das ist das Tor. Die Klamotten anderer Leute an. Nicht zu glauben, damit hätte niemand. Hypothekenzinsen sind raufgeklettert. Karin braucht immer irgendwelche Sachen. Ich verdiene ja nichts. Außerdem macht mir diese Arbeit Spaß. Endlich mal eine Arbeit, die mir Spaß macht. Bisher habe ich ja euch immer nur den Dreck nachgeräumt. Jetzt kann ich endlich mal etwas Schöpferisches tun. Aber doch nicht ausgerechnet, wenn ich mal zu Hause ein Fußballspiel sehen möchte. Es war ein Tor. War das ein Tor? Natürlich, es war ein Tor. Es war ein Tor. Und ich hab's nicht gesehen. Ein Tor und ich hab's nicht gesehen. Hast du dir mal ausgerechnet, wie viel Zeit du vor diesem Fernseher hockst? Die Sechste deines Lebens, aber auch meines Lebens. Warum gehen wir nicht mal ins Kino oder ins Theater? Wer hätte das für möglich gehalten? War das noch eins? Was? Tor? Ja. Wer hätte das für möglich gehalten? Düsseldorf erzielt den Ausgleich nur wenige Sekunden nach dem Anstoß, nach diesem 2:3 Anschlusstreffer. Raus, Schluss. Für mich das Spiel zu Ende. Warum sagst du nicht gleich, dass du in die Oper willst? Hm?
Ich sterbe, er stirbt, ich bin tot. Ja, ja, ja. Ich möchte liebend gern mal in die Oper. Oder eine schöne Reise machen. Nach Tunis oder Mallorca. Aber nee, du hockst in deinem Sessel und lässt dir die Welt auf der Mattscheibe präsentieren. Ist auch viel bequemer. Jetzt weiß ich, was du hast. Du hast nämlich so eine Art Höhenflug, hm? Quatsch. Ist dir alles zu klein, zu bürgerlich, zu miefig, hm? Dieses kleine, dämliche Haus, dieser blöde Busfahrer. Und weißt du, wer schuld daran ist? Diese pinkelfeine Boutique, diese Frau Treuwert. Dir setze die Flöhe ins Ohr. Du bist wirklich sehr ungerecht, Franz, wirklich. Nicht mal Fernsehen kann ich in diesem Haus. Doch, Sie sind's. Ich habe kein Bier. Oh, liebe Frau Kretschmer, Sie schätzen mich ganz falsch ein. Ich wollte mich lediglich nach Ihrem Wohlbefinden erkundigen. Das klappt für selig. Wie geht's denn Ihrem kleinen Liebling, dem Wellensittich? Ach, dem geht's bei mir sehr gut. Kommen Sie doch rein. Sehen Sie selbst. Silly. Wie heißt er doch gleich? Na, Hansi. Woher wissen Sie denn das? Er ist Ihnen doch zugeflogen. Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe ihn in der Zuhandlung gekauft. Mhm. Sie fragen mich ja wie ein Kriminaler. Ach, das ist eine reine Routineangelegenheit. Was? Ich meine nur, ich habe mir so eine Routine. In meinem frühen Beruf habe ich mir so eine Routine angewöhnt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Ja? Na, Schindler? Wir sind schon zwei Obdachlose. Wieso obdachlos? Ja, wenn der Bernhard kommt, da fliegen Sie im hohen Bogen raus aus dem Zimmer. Nein, weil die Sonntags haben noch was bei mir gut zu machen. Nee, der Bernhard hat mehrere Monate im Voraus bezahlt. Die haben einen Vertrag miteinander. Sie wollen mir nur Angst machen. Das Glücksklee wird mir schon helfen. Ein Dreck wird es. Ihnen hilft nur eins, die Entlarvung des Ganoven Bernau. Wir müssen in die Koffer sehen. Wollen Sie ein Bier? Ich hab's extra für Sie aufgehoben. Mhm. Und den Schrank kriegen wir auch auf, wo die Koffer drin sind. Bitte hören Sie doch auf, das wäre Einbruch. Bier mag ich sowieso nicht. Nee. Da muss ich es halt schweren Herzens alleine trinken. Mich wundert nur, dass Sie in einem Zimmer schlafen können, wo Diebesgut aufbewahrt wird. Also das ist doch wohl nun ein Tick von Ihnen. Überall wittern Sie was Kriminelles. Natürlich. Da habe ich das also nur geträumt mit dieser Anita. Sie hat sie gar nicht beklaut. Noch ein Wort gegen Anita und ich vergesse mich. Schindler, Sie können ja recht brutal werden. Vogel. Vogel Karl, Vogel Karl, Vogel Karl Heinz, Vogel Kurt, nee, Becker. Vogel Kurt, Doktor, Psychotherapeut. Fräulein Beatrice, achten Sie stets darauf, dass auch die hintere Tür verschlossen ist. Können Sie doch nicht verlassen, Herr Goldmann. Die Hauptsache ist, dass Sie schnell wieder gesund werden. Mein Leben lang war ich nicht krank. Stellen Sie sich vor, ich war noch nie im Krankenhaus. Vielleicht finden Sie es ja dort ganz angenehm. Sie kriegen Essen, man kümmert sich um Sie. Das ist ein schwacher Trost. Moment, da ist ja schon der Krankenwagen. Ja? Ah,
Frau Sonntag, guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich. Bitte kommen Sie rein. Dankeschön. Ihre Wohnung? Es ist meine Praxis. Ja, Psychotherapeuten haben keine medizinischen Geräte. Aber die haben immer eine grüne Couch. Nee. Ich habe auch eine schmale Liege nebenan. Da liege ich ab und zu drauf und mache ein Schläfchen. Mhm. Meine Sekretärin denkt natürlich, ich arbeite. Bitte, danke. Nehmen Sie Platz hier. Ich habe uns einen Kaffee gemacht. Danke. Sie wundern sich sicherlich, dass ich nur doch zu Ihnen gekommen bin? Überhaupt nicht. Ich habe Ihnen schon gestern angesehen, dass Sie jemanden brauchen, mit dem Sie ein wenig plaudern können. Ach, das hat man mir angesehen? Ja. Sie sind ein sehr offener Mensch. Ich glaube, Geheimnisse können Sie nur schlecht für sich behalten. Bitte. Dankeschön. Ja, erzählen Sie mal, was haben Sie für Probleme? Ja, Probleme. Problem ist vielleicht ein zu großes Wort. Es ist der Alltag, der ewige Alltag. Alle wollen immer was von mir. Verstehen Sie? Aber damit werden Sie doch fertig. Ich bin über 20 Jahre verheiratet, habe zwei sehr liebe Kinder. Und mein Mann und ich, wir verstehen uns, ja, ja gut. Aber manchmal denke ich, und das soll nun alles gewesen sein. Und da fangen Sie an, Glücksklee zu suchen. Vielleicht möchten Sie mal was ganz Verrücktes tun. Ja, vielleicht. Das Gespräch bleibt doch unter uns, ja? Alles. Wissen Sie was? Gehen Sie doch einfach mal mit mir aus. Ich kann uns für heute Abend ein paar Musical-Karten besorgen. Oper wäre schön. Gut. Oper. Nein. Ach, bin ja verheiratet. Hinterher hätte ich wahnsinnige Gewissensbisse. Obwohl mein Mann es verdient hätte für seine Bequemlichkeit. Beschlossen. Wir gehen in die Oper. Wie ich in einem Buch las, hat jeder Wellensittich einen unterschiedlichen Federschmuck. Was? Das glaube ich nicht. Dieser Hansi sieht genauso aus wie der, den wir schon mal hatten. Eine gewisse Ähnlichkeit ist bei der ganzen Rasse nicht zu bestreiten. Wenn Sie aber mal mit der Lupe herangehen, dann können Sie jeden Unterschied genau sehen. Nehmen Sie doch das Ding da weg. Sie erschrecken doch den Vogel. Hallo. Herr Kind, wo bleibst du denn? Der Graf Bölschau war da. Er hat eine Stunde in deinem Zimmer auf dich gewartet. Ich war beim Sport. Wie ist dein Name? Hansi. Einen kleinen weißen Fleck hast du. Oder bist du vielleicht der Piefke? Piefke Kuchen. So, Frau Kretschmer, ich glaube, der Zeitpunkt ist da, wo Sie ein volles Geständnis ablegen sollten. Piefke Kuchen. Undankbares Vieh. Piefke Kuchen. Bitte halten Sie doch etwas Abstand, ja? Kretschmann, nun sollten wir das Kriegsbeil aber begraben. Ob was wollen wir nicht? Wir gehören zur selben Familie. Das müssen Sie gerade sagen, wo Sie für fremde Leute spioniert haben. Frau Geipel noch mal. Na, ich bin ja mal gespannt, was du dir da so zusammenkaufst. Was ist denn das Leckeres? Lasagne. Soll ich Mutti schon rufen? Nee, das soll eine Überraschung sein. Ich sag ja schon rechtzeitig Bescheid. Ha, da, die haben die Tusnelda erwischt, die den Schinken ausgenommen hat. In Neapel. Deutsche Heiratsschwindlerin. E.M. Na, ich hab's doch gesagt. Das ist doch die Mutter. Das ist sie, ja. Auslieferungsersuchen ist beantragt. Mit der Person. Ja, die du ihm eingeredet hast. Na, hör mal. Er freut sich doch, wenn er sie wiedersehen darf. Vielleicht gibt's noch eine schicke Hochzeit im Knast. Mit Oma als Trauzeugin. Ach, ihr seid ja schon alle da. Habt wohl Hunger, hä? Kinderüberraschung. Es gibt Lasagne. Oh, schade. Aber ich muss noch mal schnell in die Boutique. Mitten in der Nacht? Ich würde sagen, früher Abend. Aber es kann spät werden. Das ist doch verrückt, Mäuschen. Ja, wir müssen die Sommerkollektion noch mal durchsehen, weißt du? Der Absatz war in diesem Jahr etwas schleppend. Und da wollen wir versuchen, in die Kleider ein bisschen mehr Schwung reinzukriegen. Aha. Brauchst nicht auf mich zu warten, mein Franzl. Mhm. Und für die Olle stellst du dich so auf? Frau Treuwert ist keine Olle. Und gut angezogen sein ist auch ein Stück Kultur.
Was machst du denn hier? Und wo kommst du her mitten in der Nacht? Dein Mann war schon mit dem Auto unterwegs, um dich abzuholen. Aber wann wartest du denn? Du könntest doch längst im Bett liegen. Du weißt ganz genau, dass ich kein Auge zukriege, wenn du nicht im Haus bist. Aber hier unten hast du geschlafen, oder? Komm, Hilde, nicht diesen Ton, bitte. Du hast allen Grund, ruhig zu sein. Wo treibst du dich denn rum? Du wirst dich dran gewöhnen müssen, dass ich dich nicht immer frage, was ich tun oder was ich lassen soll. Du bist eine verheiratete Frau und hast Kinder. Da kannst du nicht immer das tun, was du gerne möchtest. Warum eigentlich nicht? Ach, tu du doch nicht so, als ob du in deiner Ehe mal ganz brav gewesen bist. Aber was behauptest du denn da und sei nicht so laut? Erwachsene denken immer, Kinder sind blöd. Aber ich erinnere mich noch ganz genau, wie du, wenn der Hausverwalter kam, um die Miete zu kassieren, wie du dich rausgeputzt hast. Hildegard. Und Kinogeld hast du uns gegeben. Was fällt dir ein, Kind? Wenn uns jemand hört, dann denkt er, der weiß was. Sag mal, hast du was getrunken? Ja, wunderbaren Champagner. Und mein Begleiter war charmant. Ich kenne dich nicht mehr wieder. So fröhlich war ich schon lange nicht mehr. Und weißt du auch warum? Vom Alkohol. Nein. Weil ich heute früh ein Glückspilz gefunden habe.